Grüße, liebe Gamer-Freunde, zurück zu Let's Play Mass Effect 3 im großen Finallauf, großen Finalfolgen. Ich wüsste nicht, mit wem ich das lieber täte. Ich glaube, ich bin aufgestanden. Niemand schafft's allein. Das Ziel ist in Sichtweite. Also gut, an alle. Jetzt zählt's. Ein episches Ende. Ich bin nur ein bisschen müde, deswegen sind die letzten Folgen auch ziemlich kommentararm von mir. Und natürlich werden wir die ganze Zeit aufgehalten. Oh, und das sieht aus wie ein großes Schlachtfeld. Und am besten kommt jetzt ein verdammter Reaper. Ja. Das war ja sowas von nicht zu erwarten, dass da ein Reaper kommen würde. I'm really surprised. No, I'm not. Wir müssen weg! Los! Oder wir rennen jetzt einfach. Shepard. Woo! Warum laufe ich mit bewaffneter Zug und James und... Woo! Alter. Warum regnet's denn jetzt auch? Normandy, hören Sie mich? Evakuierung, sofort! Jetzt muss ich meinen Loverboy und den Vegas noch retten. Hier! Nehmen Sie ihn! Ja. Shepard! Sie müssen weg von hier. Nein, das wird nicht passieren. Jetzt keine Diskussion, Kaidan. Ich will nicht zurückbleiben. Was auch immer geschieht, ich liebe dich. Für immer. Ich liebe dich auch. Vorsichtig. Los! Mann, habe ich eine Freundin. Das würde ich mir als keine andenken, so einfach nur so. Meine Frau hat mehr auf dem Kasten als ich selbst. Mein Gott. Eine Handvoll. Eins. Es läuft doch darauf hinaus, dass ich alleine da stehe mit Banshees. Oh, das wird unlustig. Well, what's happening here? Oh Gott. Sie sind alle tot. Hat's jemand zum Strahl geschafft? Negativ. Alle Truppen wurden ausgelöscht. Das ist zu viel. Wir müssen uns sammeln. Zurück zu den Gebäuden. Gut, dass es so ein Slow-Mo ist. Mein Gott, ich bin so sprachlos, einfach nur mein Gott.
Shepard, du hast so Eier, ne? Alter, Respekt vor dieser Frau. Respekt. Vor diesem Charakter einfach. Alter. Tju! Und jetzt? Patriot! Es sind einfach große Hände, die Reaper. Eine halbtote Shepard. Um jeden Preis beschützen. Oh, die Keeper. Shepard. Was war das denn? Anderson, auch hier oben? Ich bin Ihnen gefolgt, aber wir sind nicht an derselben Stelle rausgekommen. Uff, glaube ich. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Alles okay? Ich fühle mich wie tot, lebe aber noch. Es ist dunkel. Menschliche Überreste. Ich verstehe. Ich bin in einem dunklen Gang. Wie aus Ihrer Beschreibung der Kollektorenbasis. Das leuchtet ein. Glauben Sie, die machen hier einen Reaper? Klar. Die Anlage auf der Erde. Und hier oben werden die Leute verarbeitet. Je früher wir diese Mistkerle in die Hölle schicken, desto besser. Die Röhren gehen nicht ewig weiter. Aber wo zum Teufel sind wir? Gute Frage. Muss ein Teil der Citadel sein, in dem ich noch nie war. Oh. Anderson? Eine der Wände hier hat sich gerade neu ausgerichtet. Der Ort bewegt sich, ändert sich. Hier ist eine Spalte. Und noch mehr Gänge wie der, in dem ich vorhin war. Ich glaube, ich nähere mich einem Ausgang. Ich bin gerade einfach. Holy moly. Ich sehe etwas vor mir. Vielleicht ein Weg, um rüberzukommen. Gehen Sie nicht so weit voraus. Habe gerade die Spalte gefunden, von der Sie gesprochen haben. Moment. Ich sehe was. Vielleicht eine Steuerkonsole. Ich gehe einfach mal weiter und sehe mir das an. Ich gehe einfach mal weiter. Ach. Anderson? Verdammt. Ich würde hier nicht hochkommen, wenn ich so halb tot wäre. Das ist eine Steigung. Ich kann mir jetzt nicht auf die Füße gucken. Aber das ist schon eine heftige Steigerung hier. Das bedeutet, die Citadel verändert sich immer, je nach Zyklus oder so? Und wahrscheinlich ist die Citadel einfach ein verdammter Reaper.
Anderson! Ist er indoktriniert? Ja. Shepard! Ich kann nicht! Ich habe sie unterschätzt, Shepard. Was ist? Ich habe sie gewarnt. Kontrolle sichert das Überleben. Kontrolle über die Reaper. Und über sie, falls nötig. Sie kontrollieren sie! Das glaube ich nicht, Admiral. Mich zu kontrollieren ist nicht dasselbe wie bei einem Reaper. Etwas mehr Vertrauen. Als die Menschheit die Massenportale entdeckte, als wir erfuhren, was es in der Galaxie alles gibt, wollten einige die Portale zerstören, aus Angst vor dem, was wir finden und vielleicht hereinlassen sollen. Aber sehen Sie doch, was die Menschheit erreicht hat. Seit dieser Entdeckung haben wir uns um 10.000 Jahre weiterentwickelt. Und die Reaper werden das erneut für uns tun. Tausendfach. Aber... Oh mein Gott. Nur wenn wir ihre Fähigkeit zur Kontrolle haben. Blödsinn. Wir vernichten sie. Oder sie uns. Und diese Chance vergeuden? Niemals. Aber ich dachte, und man wäre kein Kontrollchip platziert worden. Sie spielen mit Dingen, die sie nicht verstehen. Mit einer Macht, die ihnen nicht zusteht. Das glaube ich nicht. Wir können sie kontrollieren. Warum soll sie uns nicht gehören? Weil wir nicht bereit sind. Nein, das ist der Weg zur Weiterentwicklung der Menschheit. Es gibt immer Alternativen. Ich habe mein Leben dem Studium der Reaper geweiht. Und ich weiß, dass ich sie mit dem Tiegel kontrollieren kann. Und was dann? Wir können sie beherrschen. Ich sehe, was Sie mit Ihnen gemacht haben. Ich habe genommen, was ich wollte. Es zu meinem gemacht. Hier geht's nicht um mich oder Sie, sondern um Dinge, die viel größer sind als wir alle. Er hat Unrecht. Hören Sie nicht auf ihn. Auf wen würden Sie denn hören, Shepard? Eine alte, sture Soldatin, die die Welt nur durch das Visier einer Waffe sieht. Und wenn er sich irrt? Wenn die Kontrolle der Reaper die Antwort ist? Wenn wir die Reaper vernichten, endet es heute. Aber wenn Ihre Kontrolle scheitert... Aber ich kann! Würden Sie die Existenz der Menschheit darauf setzen? Ich weiß, dass es funktioniert. Es geht nicht. Stimmt's? Sie lassen es nicht zu. Nein! Ich habe die Kontrolle! Niemand sagt mir, was ich tun soll! Ihre Worte sagen alles! Sie sind indoktriniert. Nein, nein. Sie beide sind so selbstgerecht. So eine Macht bekommt man nicht geschenkt. Man muss Opfer bringen. Sie haben zu viel geopfert. Shepard, ich wollte nur die Menschheit schützen. Der Tiegel kann sie kontrollieren. Ganz sicher. Ich muss nur... Es ist nicht zu spät. Gehen wir. Den Rest machen wir. Das kann ich nicht tun, Commander. Natürlich nicht. Sie gehören jetzt Ihnen. Sie machen alles zunichte, was ich erreicht habe. Das lasse ich nicht zu. Okay, aber die zwei Sachen kann ich nicht auswählen, warum auch immer, aber das haben sie bereits getan, dann haben sie
Menschheit, sie machen alles zunichte, was ich hier... Sie sind nicht mehr sie selbst. Sie wurden übernommen. Nein! Sie haben versagt. In der letzten Zeit bringe ich ganz schön viele Leute um. Aber der Unbekannte, den wollte ich schon seit dem zweiten Teil töten. Da. Die Erde. Ich wünschte, Sie könnten sie sehen wie ich, Shepard. Sie ist so. Die ist vollkommen zerstört, die ganze Natur ist zerstört. Es fehlt ein bisschen an Musik irgendwie. Ah. Das war's, Leute. Die Arme öffnen sich. Und der Tiger setzt sich auseinander. Geil. Sieht aus wie ein riesiges Mikrofon. Entschuldigung, ich kann nicht ernst bleiben. Es ist so episch. Ich bin aufgeregt. Commander. Wir haben es geschafft. Ja, haben wir. Was ist das für ein Anblick? Die besten Sitze des Hauses. Mich eigentlich das letzte Mal hingesetzt? Eine Pause muss drin sein. Wach bleiben. Wir haben es fast geschafft. Gut gemacht, Kind. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Danke. Shepard, Commander. Was soll ich tun? Nichts passiert. Der Tiegel feuert nicht. Es muss irgendwas auf ihrer Seite sein. Commander Shepard! Ich sehe nichts. Ich bin nicht sicher, wie... Shepard? Commander! Was passiert denn jetzt? Ich bin sprachlos.
Das Kind? Wachen Sie auf! Was? Wo bin ich? Auf der Citadel, meinem Zuhause. Wer bist du? Ich bin der Katalysator. Ich dachte, die Citadel wäre der Katalysator. Nein, die Citadel ist Teil von mir. Ich muss die Reaper aufhalten. Aber wie? Ich kontrolliere die Reaper. Sie sind meine Lösung. Die Lösung? Wofür? Das Chaos. Toll! Die Erschaffenen rebellieren immer gegen ihre Schöpfer. Aber wir können das verhindern und die Ordnung wiederherstellen. Indem sie organisches Leben auslöschen? Nein. Wir ernten entwickelte Zivilisationen und lassen die Jüngeren in Ruhe. So wie wir beim letzten Mal ihr Volk am Leben gelassen haben. Aber den Rest haben sie getötet. Er durfte aufsteigen und Platz machen für neues Leben. Das Alte wurde in Reaper-Form gespeichert. Wir behalten lieber unsere eigene Form. Nein, das geht nicht. Ohne unser Eingreifen zerstören die synthetischen Wesen die organischen. Durch den Zyklus kann das niemals passieren. Das ist die Lösung. Woher kamen die Reaper? Haben Sie sie erschaffen? Meine Schöpfer gaben ihnen Form. Ich gab ihnen Funktion und sie gaben mir einen Sinn. Die Reaper sind eine synthetische Repräsentation meiner Schöpfer. Was wurde aus ihren Schöpfern? Sie wurden der erste echte Reaper. Es gefiel ihnen nicht, war aber die einzige Lösung. Das sagten sie schon. Aber wo bitte lösen denn die Reaper irgendwas? Organische Wesen wollen mit synthetischen ihr eigenes Dasein verbessern, aber das hat Grenzen. Um sie zu überwinden, brauchen synthetische Wesen Evolution. Sie müssen per Definition ihre Schöpfer überflügeln. Daraus entsteht Konflikt, Zerstörung, Chaos. Das ist unvermeidbar. Reaper ernten alles Leben, organisch und synthetisch, und verhindern damit, dass der Konflikt es vertilgt. Wir führen jetzt Krieg gegen die Reaper. Sie haben einen Konflikt mit den Reapern, aber die wollen gar keinen Krieg. Das kann ich nur schwer glauben. Wenn Feuer brennt, führt es Krieg? Ist das ein Konflikt oder tut es nur, wofür es erschaffen wurde? Wir sind darin nicht anders. Wir ernten ihre Körper, ihr Wissen, ihre Schöpfungen. Wir bewahren sie für die Wiedergeburt als neuer Reaper. Wir reinigen das Feuer, schaffen wir wieder Gleichgewicht. Neues Leben, organisch und synthetisch, kann wieder entstehen. Sie sagten, Sie sind der Katalysator, aber was sind Sie? Ein Konstrukt, eine Intelligenz, geschaffen vor Äonen, um ein Problem zu lösen. Ich sollte Gleichgewicht bringen. Katalysator sein für den Frieden zwischen organischen und synthetischen. Das hat ja gut funktioniert. Dann sind Sie nur eine KI? Ungefähr so, wie sie ein Tier sind. Ich verkörpere die kollektive Intelligenz aller Reaper. Aber sie wurden erschaffen. Korrekt. Von wem? Jemandem, der den ständigen Konflikt zwischen synthetischen und organischen Wesen erkannte. Ich sollte die Beziehungen zwischen synthetischem und organischem Leben überwachen, eine Verbindung herstellen. Aber unser Streben endete im Konflikt. Also war eine neue Lösung erforderlich. Die Reaper? So ist es. Was wissen Sie über den Tigel? Das Gerät, das Sie Tigel nennen, ist kaum mehr als eine Energiequelle.
Aber in Verbindung mit der Citadel und den Portalen kann es enorme Energiemengen in der ganzen Galaxie freisetzen. Es ist simpel, aber effektiv und anpassungsfähig. Wer hat es entworfen? Sie kennen sie nicht und für Erklärungen ist nicht genügend Zeit. Wir haben das Konzept für dieses Gerät vor einigen Zyklen erstmals bemerkt. Mit jedem Zyklus hat es sich ohne Zweifel weiterentwickelt. Warum haben Sie nichts unternommen? Wir dachten, das Konzept wäre ausgelöscht worden. Organische Wesen sind eindeutig findiger, als uns klar war. Aber sie nehmen uns unsere Zukunft und damit auch jede Hoffnung. Und ohne Hoffnung könnten wir auch eine Maschine sein, die nur ihre Programmierung erfüllt. Es gibt Hoffnung, mehr als Sie ahnen. Dass Sie hier stehen, als erstes organisches Wesen überhaupt, beweist das. Aber es heißt auch, dass meine Lösung nicht länger funktioniert. Und jetzt? Wir finden eine neue Lösung. Warum erzählen Sie mir das? Wozu die Hilfe? Sie haben die Variablen geändert. Was soll das heißen? Der Tiegel hat mich verändert, neue Möglichkeiten geschaffen, aber ich kann sie nicht umsetzen. Wenn es eine neue Lösung geben soll, müssen Sie handeln. Es liegt jetzt in Ihrer Macht, uns zu vernichten. Ich bin sowas von baff. Aber eine Warnung, andere werden auch vernichtet. Der Tiegel kennt keine Unterschiede. Alle synthetischen Wesen sind sein Ziel. Sogar sie sind zum Teil synthetisch. Was genau wird passieren? Ihr Tiegel scheint größtenteils intakt zu sein. Trotzdem wird die Explosion nicht nur Auswirkungen auf die Reaper haben. Für sie wichtige Technologien werden betroffen sein. Aber die Überlebenden sollten das alles problemlos reparieren können. Tönt ich damit nicht auch Edi? Es wird trotzdem Verluste geben, aber nicht schlimmer als bisher. Aber die Reaper werden vernichtet? Ja, aber der Frieden ist ohne Bestand. Bald erschaffen ihre Kinder erneut synthetische Wesen und das Chaos kehrt zurück. Es muss einen anderen Weg geben. Gibt es. Sie könnten mit der Energie des Tiegels auch die Kontrolle über die Reaper übernehmen. Dann hatte der Unbekannte recht. Ja, aber er hätte die Kontrolle nie erlangt, weil wir bereits ihn kontrolliert haben. Aber ich kann... Sie werden sterben. Sie kontrollieren uns, aber sie verlieren alles, was sie haben. Wie kann ich die Reaper kontrollieren, wenn ich tot bin? Ihr Körper wird aufgelöst, aber ihre Gedanken und sogar ihre Erinnerungen existieren weiter. Sie werden nicht länger organisch sein. Die Verbindung zu ihrer Art bricht ab, aber sie werden sich ihrer Existenz bewusst sein. Aber die Reaper gehorchen mir? Ja. Sie können uns dann kontrollieren und nach Belieben lenken. Es gibt eine andere Lösung. Noch eine? Synthese. Und das wäre... Die Verschmelzung ihrer Energie mit dem Tiegel. Die Kettenreaktion gibt allem synthetischen und organischen Leben ein neues gemeinsames Gerüst. Eine neue DNA. Erklären Sie, wie meine Energie dem Tiegel hinzugefügt werden kann. Ihre organische Energie, die Essenz dessen, wer und was sie sind, wird aufgelöst und dann freigesetzt. Um was genau zu tun? Wird die Energie des Tiegels so freigesetzt, ändert das die Matrix allen organischen Lebens in der Galaxie.
Organische Wesen erstreben Perfektion durch Technologie, synthetische Wesen durch Einsicht. Organische Wesen integrieren sich danach perfekt in synthetische Technologie. Und synthetische Wesen verstehen organisches Leben. Das ist die ideale Lösung. Jetzt, wo wir um diese Möglichkeit wissen, müssen wir die Synthese erreichen. Warum konnten Sie das nicht früher machen? Wir haben schon früher ähnliche Lösungen ausprobiert. Und sind immer gescheitert. Warum? Weil die organischen Wesen nicht bereit waren. Man kann so etwas nicht erzwingen. Sie sind vorbereitet und können diese Wahl treffen. Fuck. Oh mein Gott. Weiß nicht. Warum nicht? Sie sind selbst zum Teil synthetisch. Könnten Sie sich davon trennen? Also leben wir einfach weiter. Zusammen. Der Zyklus endet. Die Reaper beenden die Ernte und die Zivilisation in ihnen werden mit uns allen verbunden sein. Synthese ist die letzte Evolution allen Lebens. Die Wege sind offen. Aber Sie müssen entscheiden. Ach du Scheiße. Also, auf der rechten Seite, wir zerstören eigentlich einfach alles. Auf der linken Seite, wir zerstören alles Synthetische und damit auch. Und in der Mitte, die Synthese von allem. Ich muss einmal nur kurz gucken, bevor ich mich jetzt für irgendeine Sache entscheide, wie viel Platz ich noch auf der Festplatte habe. Bis gleich. Okay, das sollte passen. So, was macht man jetzt? Heilige Scheiße. Überhaupt das Ganze durchzuhören und sich das einfach vorzustellen und man sich einfach denkt, was zur Hölle? In diesem Spiel kann man einfach wirklich nicht unterscheiden. Oh, das ist gut, das ist böse, das ist gut, das ist böse. Es ist einfach, die Reaper sind davor erschaffen worden und letztendlich ist es einfach in ihrem Konsens so, dass sie halt alles zerstören müssen. Für uns ist es Krieg, für sie ist es einfach nur quasi aufräumen. Und es ist so krank einfach, es ist so krank und so geil. Und, ja. Zerstörung. Kontrolle. Das war Kontrolle. Zerstörung. Synthese. Ich entscheide mich tatsächlich für die Synthese. Weil ich einfach der Meinung bin, dass wenn man sich eben hört, dieser Katalysator, wenn er dir erzählt, dass sie ja nur dafür, die erfüllen einfach ihre Lebensaufgabe letztendlich. Die erfüllen ihre Lebensaufgabe. Und damit macht das eigentlich die Reaper, das ist das gleiche wie bei den Geths. Weil ich würde die ganzen Geths auch zerstören, wenn ich alles übernehmen würde. Und das möchte ich nicht. Und wenn ich zerstören würde, würde ich die Reaper nur kontrollieren. Ja, so gut habe ich aufgemacht. Aber ich denke mir, das ist letztendlich aber genauso wie bei den Geths. Die haben auch ein Bewusstsein entwickelt. Wir haben auch bei den Geths gesagt, es sind Lebewesen und warum soll ich jetzt sagen, nee, die Reaper haben keine Daseinsberechtigung. Die haben halt momentan für uns in den Augen die falsche Daseinsberechtigung und das können wir damit ändern. Deswegen. Wow, wir opfern uns gerade. Fane! Ich glaube, den habe ich jetzt vollkommen zerstört, den Kaldan, mental. Abbrechen und zum Rendezvous-Punkt. Wiederhole. Kampf abbrechen und nichts wie weg hier. Jeff, wir müssen los. Ach, verdammt. Ich bin traurig gerade, wirklich. Ich wusste, dass Shepard sterben wird.
Ich will gar nichts dazu sagen. Ich gucke mir das einfach gerade an und denke nur so, wow. Dürfen die Huskets auch weiterleben? Was? Daran habe ich nicht gedacht. So verdammte Scheiße. Aber wisst ihr, was schön ist? Dass Edi jetzt viel besser... ...mit Joker zusammen sein kann. Haben jetzt aber alle grüne Augen. Ein synthetischer Baum? Das ist die längste Folge ever, die ich mache, aber es ist so spannend, ich will es einfach nicht unterbrechen. Ich habe einfach die ganzen Rassen modifiziert. Oh mein Gott. Baby, crazy. Holy. Ich bin am Leben. Wir alle, synthetisch oder organisch, wurden verändert. Der Krieg ist vorbei.
und die Reaper helfen beim Wiederaufbau. Haben sie uns vorher mit Auslöschung bedroht, bringen sie uns nun das kollektive Wissen der Kulturen, die vor uns da waren. Als Galaxie können wir nun leben, wie wir es uns wünschten. Die ersten Schritte machen in eine neue, wunderbare Zukunft, wo organische und synthetische Wesen friedlich zusammenleben. Mit galaxieweitem Frieden und unbegrenztem Zugriff auf Wissen die Größe zurückerlangen, die verloren ging. Und sie übertreffen. Wir erhalten unsere Welten zurück. Und die Sterne. Die Trennung zwischen synthetisch und organisch verschwindet. Und vielleicht auch die Sterblichkeit. Hin zu einer Existenzform, die ich mir nicht vorstellen kann. Wir werden nicht vergessen, dass dieses neue Leben einen hohen Preis hatte. Ja. Ich habe Shepard umgebracht. Warum steht denn der Anderson da? Sorry, Kaidan. Ungeachtet aller Fortschritte werden wir an die Opfer derer denken, die das ermöglicht haben. Wir werden uns an Shepard erinnern. Ihretwegen. Ich bin am Leben und ich bin nicht allein. Ist doch schön und traurig. Was ein grandioses Ende für diese Trilogie. Was ein grandioses Ende. Ich meine, dass es einen vierten Teil gibt, ist klar, dass der sich von Shepard aber komplett distanziert, ist auch klar. Und oh mein Gott, haben sie das genial gelöst einfach. Ich meine, ich finde es geil, man hätte auch alle anderen beiden Varianten wählen können. Sicherlich, das haben auch bestimmt andere Leute gemacht. Ich werde es nicht nochmal machen, weil ich mit dieser Entscheidung wirklich zufrieden bin. Und ich denke mir einfach nur, what the fuck ist das? Ein geniales Spiel. Mein Gott. Pro und Contra. Pro, geniale Story. Geniale Entscheidungsfreiheiten des Spielers. Es ist genial gemacht. Es ist genial. Es ist wirklich genial. Wirklich jedem. Ich muss hier immer wieder sagen, ich danke dieser Person, die mir dieses Spiel empfohlen hat. Ich liebe diese Serie. Es ist einfach nur absolut krass. Und ich hoffe, Mass Effect 4 kann da noch einen draufsetzen. Weil das, diese Trilogie ist für sich beendet, definitiv.
Es ist natürlich krass, dass Shepard stirbt, weil Shepard einfach auch diese neue Welt hätte miterleben sollen. Aber dadurch, dass sie sich opfern musste, krass einfach. Aber es gab auch, als das Spiel rauskam, wohl so wirklich, da haben sich viele Spieler darüber aufgeregt, dass Shepard stirbt. Und dann wurde aber auch ein DLC hinzugefügt, wo sie wieder lebt, letztendlich. Wo sie wieder lebt und dergleichen. Die habe ich leider nicht, deswegen spielen wir quasi die normale Variante von Mass Effect. Deswegen ist sie tot. Deswegen ist sie tot. Aber es gibt noch halt ein paar DLCs, wo man eben Shepard noch lebendig sehen kann. Ja, der arme Kaidan. Ich glaube, den haben wir jetzt komplett in seiner Mentalität zerstört. Er hat uns zweimal verloren. Zweimal. Ja. Leider, leider. Ich weiß, diese Folge, die ist unendlich lang. Sie ist wirklich unendlich lang. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist eine Stunde oder so gefühlt, diese Folge. Aber ich dachte so, ah, ist jetzt gleich zu Ende, ist gleich zu Ende, ist gleich zu Ende. Tja, der Christian Rudolph, den google ich doch jetzt mal eben. Christian Rudolph. Gut, dass man hier so schnell tippt. Hallo? Mein Gott, Christian. Naja, googelt ihr nicht. auf jeden Fall absolut genial, absolut genial. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat im Spielfluss, manche Dialoge, ich finde, die passen manchmal nicht ganz so zusammen und dann denkt man sich so, was hast du mir jetzt gerade gesagt? Vielleicht habe ich aber auch nicht so viel Aufmerksamkeit gehabt, aber was ich auch genial fand, war, nicht genial, wir sind bei der Negativliste, ich bin so durcheinander immer, was ich nicht so toll fand an dem Spiel, teilweise die Steuerung, zum Beispiel, dass halt Leertaste auch die Interaktionstaste war, fand ich einfach dämlich gelöst, weil ich mich einfach die ganze Zeit weggerollt habe, wobei ich mit irgendwas eine Tür öffnen wollte oder dergleichen, fand ich ein bisschen schwierig gemacht, was mich auch wahnsinnig stört, und das finde ich wirklich schade und traurig, dass der Untertitel so massiv anders war. So massiv anders als das, was wirklich im Deutschen gesprochen worden ist. Und das finde ich, das geht einfach gar nicht. Das ist einfach, weiß nicht, ich finde es einfach, das ist schlecht gemacht einfach. Da sieht man einfach, dass irgendwie keine Absprache stattgefunden hat und sagt, ach, wir packen das einfach so rein, ist okay. Die sagt halt was komplett an. Es ist ja nicht mal, dass nur ein Wort ausgetauscht wird, aber ganze Sätze werden einfach anders gesprochen. Dann guckst du dir den Untertitel an und denkst du so, es steht doch, das sagt sie gerade gar nicht. Und das finde ich wirklich beschissen. Das geht für mich eigentlich einfach nicht. Deswegen, was ich auch komisch finde, so aus meinem Team musste niemand sterben. Ich meine, Mordin ist gestorben, Fane ist gestorben. Fane wäre ja eh gestorben wegen seiner Krankheit an sich. Aber trotzdem, irgendwie ist es komisch gewesen. Aber nichtsdestotrotz ist es genial und ich freue mich auch auf Mass Effect 4. Nur ich weiß halt nicht, was Mass Effect 4 dann sein soll, weil es gibt doch jetzt Frieden. Es sei denn, Mass Effect 4 stellt jetzt meine Entscheidung, die ich mit Shepard getroffen habe, in Frage. Das wäre blöd. Ohne eine böse Shepard kommt wieder, das wäre genial. Oh, das ist so richtig witzig. Ich glaube, das wird alle einfach nur abfacken. Und Shepard dann wieder kommt so im dritten Teil und dann einfach die Königin oder der König der Galaxie ist und einfach sagt so, Ende der, es geht nicht mehr jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte jetzt ein bisschen, oh, das wäre so geil. Aber wahrscheinlich ich kann mir jetzt sogar vorstellen, dass Mass Effect 4 viel mehr weiter in der Zukunft spielt. Aber da bin ich auch interessant. Werden die Entscheidungen von Mass Effect 3 und Mass Effect 4 übernommen? Dass wir jetzt halt diese Synthese hier gemacht haben, das fände ich genial. Das fände ich wirklich. Boah. Aber da müssten die ja schon wieder mit dem Spiel mit drei verschiedenen Beginnings starten. Boah. Wie wir so ein Mindmap oder so ein Storyboard von Mass Effect aussieht. Spiel 1, anfangen. Entscheidest du dich dafür oder dafür? Wenn du dich dafür entscheidet hast, dann hast du zwei Entscheidungen. Davon gehen zwei Stränge ab. Dann hast du wieder. Und dann kommst du irgendwann im zweiten Spiel und dann ist es wahrscheinlich einfach schon so eine Wand voll von Entscheidungen, die du treffen kannst. Die Musik ist übrigens voll geil. Ich liebe dieses drin. Und das ist einfach nur. Ich glaube, als Entwickler, ich würde einfach nur denken, ich krieg Kopfschmerzen. Was machen wir hier? Aber ich finde es genial. Und das sind auch diese Spiele tatsächlich, die
immer populärer wird, weil wir Leute, wir Menschen wollen eigene Entscheidungen treffen dürfen. Wir wollen nicht nur. Früher fand ich es so, weil man das geil. Man hat diese Storyline gespielt, das war einmal cool. Das hat sich. Man hat eine Geschichte gespielt, mit der man eigentlich an sich zufrieden war. In den meisten Spielen auf jeden Fall. Aber hier ist es so, scheiße. Sie geben mir jetzt wirklich. Ich muss mich jetzt entscheiden. Und manche Entscheidungen, die man treffen musste, die haben eigentlich gefallen. Die haben einen einfach nicht gefallen. Das ist einfach so. Aber trotzdem. Und das ist das Geniale. Und ich muss wirklich sagen, ich denke mir nur so, krass, ich habe eine Entscheidung im ersten Teil getroffen. Und im dritten Teil wird das plötzlich relevant. Und dann denke ich mir nur so, was? Was zur Hölle? Wie kann das sein? Wie kann das einfach sein? Wie kann ein Spiel so dermaßen ein Universum aufbauen? Und das ist so genial. Warum gibt es kein Rollenspiel davon? Ich weiß, es gibt hier den Online-Spiel, aber also wirklich ein komplettes Rollenspiel, das wäre schon geil. Und Cerberus ist scheiße, ich bin richtig froh, dass wir die vernichtet haben. So. Und ich habe euch gesagt, der Unbekannte ist indoktriniert. Aber geniales Spiel. Thanks to all our families for your support. Genial. Liebe Freunde, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Mass Effect 4 wird auf definitiv kommen. Definitiv. Ist das wirklich alles geschehen? Ja, aber einige Einzelheiten sind verloren gegangen. Das alles geschah vor sehr langer Zeit. Wann kann ich zu den Sternen? Eines Tages, mein Kleiner. Was wird dort sein? Was du dir vorstellen kannst. Unsere Galaxie hat Milliarden von Sternen. Jeder davon kann zahlreiche Welten haben. Auf jeder Welt könnte eine andere Lebensform existieren. Und jede Lebensform hat eine eigene Geschichte. Erzähl mir noch eine Geschichte über Shepard. Es ist schon spät, aber in Ordnung, nur noch eine. Tja, liebe Freunde, ich hoffe, euch hat das Let's Play genauso gut gefallen, wie mir das Spiel gefallen hat. Ich lese das nach vor und ich denke, damit ist das eigentlich vorbei. Glückwunsch, dass sie die Reaper-Bedrohung beendet haben. Commander Shepard ist zur Legende geworden und sie können diese Legende noch weiter aufbauen. Es war eine lange Reise für Shepard und für das Team hier bei BioWare. Und genau wie Shepard hätten wir es allein nicht geschafft. Die Mass Effect-Trilogie begann als Vision eines kleinen Teams, aber über die Jahre ist sie gewachsen. Dieses Wachstum wurde genährt und die in Form gebracht. Durch das Feedback und die Unterstützung unserer Spieler-Community. Danke, dass Sie diese Reise mit uns unternommen haben. Und wir freuen uns schon darauf, mit Ihnen neue Abenteuer im Universum von Mass Effect zu erleben. Das Mass Effect-Team. Genial. Finde ich wirklich gut, dass Sie das am Ende setzen. Weil wirklich, es war geil einfach. Geil. Haben mehr. Ja, liebe Freunde. Wir sind wieder am Leben. Nein, wir sind wieder im Spiel. Keine Ahnung. Aber das Let's Play ist wirklich mit sich beendet. Ich möchte nur einmal kurz gucken. Können wir jetzt immer die Geschichte... Ah ja, tatsächlich. Wir sind wieder da an der Kronenstation. Krass. Krass. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Oder beziehungsweise bei einem anderen Projekt. Dieses Projekt ist beendet für sich. Die Folge ist mega lang. Ich weiß, es tut mir leid. Aber ich hoffe, es freut euch auch, weil es einfach genial ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr guckt weitere andere Projekte von mir. Und ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, tschüss.